ist Eduardo. Eduardo ist ganz schön traurig, denn alle seine Freunde benutzen WhatsApp. Und Eduardo möchte es auch gern verwenden. Dazu muss Eduardo nur ein Häkchen unter die AGB setzen. Herzlichen Glückwunsch! Nun steht Eduardo die Welt von WhatsApp offen. Er hat sich entschieden, zu unserer Community zu gehören und damit auch für Folgendes entschieden. Adressbuch. Im Einklang mit den geltenden Gesetzen stellst du uns regelmäßig die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern und anderen Kontakten in deinem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung. Darunter sowohl die Nummern von Nutzern unseres Dienstes als auch die von deinen sonstigen Kontakten. Eduardo, hast du das etwa nicht verstanden? Das bedeutet für dich, du gibst alle Informationen aus deinem Adressbuch an WhatsApp weiter. Du hast bestätigt, dass du das auch darfst und alle deine Kontakte um Erlaubnis gebeten hast. Kontaktdaten, die du weitergibst, sind zum Beispiel die von Anna. Vielleicht hast du ein Profilfoto von Anna, hast ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse, ihren Wohnort und ihren Geburtstag. Und dabei ist es egal, ob Anna selbst WhatsApp benutzt oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Geräte und Verbindungsdaten. Wenn du unsere Dienste installierst, nutzt oder auf sie zugreifst, erfassen wir Geräte und verbindungsspezifische Informationen. Dazu gehören auch Informationen zu deinem Hardware-Modell und Betriebssystem, Batteriezustand, Signalstärke, App-Version, Informationen zum Browser und Mobilfunknetz sowie zu der Verbindung, einschließlich Telefonnummer, Mobilfunk- und Internetanbieter, Sprache und Zeitzone sowie IP-Adresse, Informationen zum Gerätebetrieb und Kennung wie Geräteerkennung, einschließlich individuelle IDs für Produkte der Facebook-Unternehmen, die mit demselben Gerät oder Account verknüpft sind. Wir verwenden verschiedene Technologien zur Ermittlung des Standortes, einschließlich IP, GPS, Bluetooth-Signale und Informationen über WLAN-Zugangspunkte, Beacons und Funkzellentürme in der Nähe. Eduardo, hast du das schon wieder nicht verstanden? Das bedeutet, dass WhatsApp so ziemlich alles über dich und dein Handy weiß. Es weiß, wie dein Batteriestand ist, wie gut dein Empfang ist, wo du dich befindest, welche Sprache du sprichst, welches Handy du benutzt und deine IP-Adresse und welche Apps du benutzt. Du siehst, es weiß also ziemlich viel über dich. Deine Lizenz gegenüber WhatsApp. Damit wir unsere Dienste betreiben und bereitstellen können, gewährst du WhatsApp eine weltweite, nicht exklusive, gebührenfreie, unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Verbreitung, Erstellung abgeleiteter Werke, Darstellung und Aufführung der Informationen, einschließlich der Inhalte, die du auf bzw. über unsere Dienste hochlädst, übermittelst, speicherst, sendest oder empfängst. Eduardo, hast du das etwa schon wieder nicht verstanden? Eduardo, das bedeutet für dich, dass WhatsApp alles, was du schreibst oder schickst, wie zum Beispiel so ein schönes privates Bild von dir, benutzen und weitergeben darf. Das heißt, im schlimmsten Fall könntest du dein Bild in einer anderen Situation, die du nicht beeinflussen kannst, wiederfinden. Und dagegen kannst du absolut nichts tun. Eduardo, bist du etwa damit nicht zufrieden? Möchtest du vielleicht WhatsApp doch lieber löschen, um deine privaten Inhalte zu schützen? Dann müssen wir dich leider enttäuschen. WhatsApp hat deine Daten bereits gespeichert, aufbereitet und verkauft. Hui.